Harte Bedingungen hier auf dem Weg zur Rune und damit willkommen zurück zu Sing the Land Beyond. Ja, wer in der letzten Folge schon ein Tränchen im Auge hat, wie lange ich hier für so eine Sokoban-Variante brauche, der wird jetzt hoffentlich belohnt, denn ich habe mir was zurechtgelegt. Und ich bin ganz ehrlich, es hat mich zwischen den Folgen nochmal viel Zeit gekostet. Ich wollte eigentlich schon eine weitere Folge machen, aber ich hing nur fest an diesem Rätsel und es liegt hauptsächlich daran, ich habe immer noch nicht verstanden, wann dieser Cursor mal, dieses Fadenkreuz mal groß und klein wird. Ich kann ja hier nichts aktivieren. Achso, es ist die Nachricht. Ja, sehr schön. Es hat entscheidend damit zu tun, dass man die Bedingungen wirklich gut kennt. Und die Bedingungen sind, glaube ich, inzwischen zu wissen, dass diese Dinger natürlich nicht irgendwo auf dem Eis stehen können und dann taue ich auf, dann werden die zurückgesetzt. Das ist ganz entscheidend, weil wir haben hier eine Fläche, die ist unabhängig vom Eis, die wird auch nicht zugeeist. Und diese Fläche hier, also praktisch die Startpunkte. Da dürfte ich sie verschieben, dürfte auftauen und alles. Und sie würden da bleiben, aber sobald sie da sind und ich taue, ist vorbei. Und mein Problem war ja, und das hat sich dann zwischen den Aufnahmen noch, immer noch mehr gefestigt, dass ich hier eine Säule hinbekommen muss und das geht nur mit Hilfe einer anderen. Und hier, jetzt denken wir uns mal das Eis weg, dachte ich, geht's auch nur mit zweien und das geht ja nicht. Wenn du jeweils eine zurücklässt irgendwie, also da schon eine zurücklässt und hier nur noch eine hast, dann kommst du da nie hin. Und dann ist die Frage, wie kann man es schaffen, dieses Eis zu behalten? Ich klöppel das ja mit dem Gong kaputt, um hier überhaupt erstmal reinzukommen. Hier ist ja auch eins. Und da kann ich eine oder zwei Runen hier reinholen. Eine musste da immer stehen und irgendwie blocken. Ja, aber irgendwann ist ja das Eis weg. Dann habe ich zwischendurch gedacht, also es war auch nicht in der Aufnahme, kann ich vielleicht, während ich hier Frost habe, wieder Regen machen und diese Eisobelisken, die wachsen wieder hoch. Tun sie leider auch nicht. Aber wenn man jetzt bedenkt, dass man wirklich die Dinger irgendwie stehen lassen kann an Startpunkten, dann gibt es jetzt mal folgende Möglichkeit. Und dann gucken wir mal, ob das jetzt geht. Ich denke, ich mache sie jetzt erstmal weg. Dafür muss ich... Ich habe gerade keinen Regen, deshalb kann ich... Ah, der Gong ist ja da. Kann ich sie jetzt wegmachen? Oh ne, halt. Auch das mache ich noch nicht. Obwohl, das mache ich doch, weil den kann ich nicht bewegen. Doch, den kann ich bewegen. Den muss ich bewegen. Muss ich den bewegen? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob alle zurückgesetzt werden. Also wenn ich jetzt einen hierhin mache, das können wir ja auch nochmal rausfinden. Dass dann nur der zurückgesetzt wird. Nicht, dass der das ganze Rätsel zurücksetzt. Also jetzt wird freigemacht. So. Jetzt macht der hier den langen Weg rum. Aber ich sag euch was, den richtig langen Weg. Ich habe auch zwischendurch dann mal versucht, ich glaube, das war auch nicht in der Aufnahme drin, die hier umgekehrt wieder zurückzuführen. Das ging auch nicht, weil sie ja dann immer bis hierhin schlittern. Also da ging wirklich gar nichts. Es war zum Haare raufen. Und wenn ich jetzt hier noch länger erkläre, dann dauert das ja auch wieder ewig in dieser Folge. Also mache ich mal einfach. Der Clou ist, man bringt jetzt den zu diesem Startpunkt. Da steht das Safe. Tut er das? Ich glaube schon, ne? Hier war so eine Viererplattform. Und dann ist er schon mal hier. Das heißt, wenn ich dieses Eis wieder erschaffe, dann habe ich hier hinten zwei. Das könnte der entscheidende Vorteil werden. Und jetzt... wird es spannend, denn jetzt muss ich ja, um das Eis wieder zu schaffen, muss ich auftauen. Weil wie gesagt, es geht nicht mit Regen weg und Regen wieder hin. Also, ich kann es ja, das kann ich ja mal zeigen, das dauert nicht so lange. Wir haben jetzt gerade keinen Regen. Das Feuer war an. Das heißt, wenn ich jetzt Regen mache, wäre das Feuer weg. Hier kommt's. Aber... ja, das Eis kommt nicht wieder, ne? Also können wir auch den Regen wieder wegnehmen. Ah, warte mal. Das ist gar nicht so schlecht. Ich lasse den, weil ich taue jetzt auf und habe dann gleich wieder den Füllstand von dem Becken. Das ist gar nicht so schlecht. Jetzt ist nur die Frage, bleiben die beide und nur der geht weg? Ich hoffe mal, sonst müsste ich es wieder neu machen. Ja,
Okay, also alles, was auf Wasser steht, geht weg. Alles andere bleibt. Und das war jetzt entscheidend. So, jetzt friere ich wieder ein. Dann habe ich das Eis wieder. Ehrlich gesagt, mache ich den jetzt nochmal dahin. Das kann man ja im Nachhinein machen. Der muss da auf jeden Fall... Stopp, muss der da stoppen? Ja, ich glaube. Jetzt muss allerdings, damit ich zur entsprechenden Zeit den Gong wieder schlagen kann... So, jetzt muss ich mal gucken. Müsste das Feuer wieder da sein, aber das hat noch einen Moment Zeit. So. Jetzt wäre der Moment gekommen, wo man was machen kann, wo man den hier reinholt. Erstmal aber nur zum Stoppen, soweit hatte ich es ja schon. Also so und so und so. Im Übrigen musste ich zwischendurch auch mal das ganze Level neu starten, weil ich mich wo festgebuggt hatte. Und dann hatte ich festgestellt, ich will aber nicht ausprobieren, ob das hier auch so ist. Einer, der hier schon mal eingerastet ist, der geht auch nie wieder weg. Was durchaus ungünstig sein kann. Also zumindest ist es mein aktueller Stand. Mein Wissens- oder eher Glaubensstand. Ist ja alles eine Frage des Glaubens. So, jedenfalls können wir den jetzt hier hinmachen und der stoppt dadurch das Eis, ne? Der muss jetzt hier nicht durch, der war schon hier und kann weiter benutzt werden. Jetzt muss ich nur gucken, jetzt kommt das Eis weg und dann werde ich ein bisschen... Oh, warte mal. Ja genau, jetzt wird weggegonkt. Jetzt muss der Regen wieder weg, damit ich das Feuer habe. Leute, ich sag's euch, das ist echt eine Herausforderung. So, also ich glaube, auftauen tue ich jetzt nicht mehr tatsächlich. Jetzt wird nur noch weggegonkt. Einmal Fump. Zweimal Fump. So, die müssten richtig stehen. Denke ich. Dann mache ich den Weg frei. So, und jetzt... Der letzte Schritt kann noch nicht mehr so viel sein. Oder doch? Ach nee, oder jetzt kommt das ja wieder nicht hin. Nein, er hätte da... Hier war das Eis, ne? Scheiße. Oh, ich könnte mich so in den Arsch beißen. Verdammt. Ah, ne, hier war ja auch das Eis. Nein, jetzt habe ich den weggemacht. Da war ja auch das Eis, da kam ich ja gar nicht rein. Wie ist denn jetzt da schon wieder der Trick? Ah, der hätte hier hingemacht. Ne, der, wer hätte, war, wer hätte wohin gemusst? Ah doch, es geht, es geht. Jetzt habe ich den weggemacht. Das ist ja absolut Mist. Ach man, ich bin so ein Idiot, ey. Jeder kleine Schritt hier killt mich. Das gibt's doch gar nicht. Ah, verdammt! Da musste aber so auf Zack sein, ey. Okay, jetzt stehen die alle falsch, ungefähr. Mist. Ach Mann. Was heißt denn das? Jetzt mache ich wieder Wasser an. Wir haben Eis, ne? Ja. Wasser an. Und so ging es mir zwischen den Aufnahmen gute 20 Minuten lang. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Also solche Rätsel sind echt absolut unverzeihend. So, auftauen. Alles bleibt an seinem Platz. Einfrieren. Säulen sind wieder da. Jetzt nochmal. Also erstmal die Geschichte hier. Und dann gut überlegen, bevor ich irgendwas bewege. Mama mia, ey. Das kann alles nicht wahr sein. Erstmal den raus und den wieder rein ist vielleicht auch die einfachere Methode, ne? So. Dass man hier nur immer hinterkrauchen muss. So, also jetzt steht der da. Und der kommt hier hin. Warte, 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 warte. Ja. Ich glaube, jetzt weiß ich endlich, was passiert. Mann.
So, jetzt muss der Regen weg, damit ich wieder Feuer habe. Dann machen wir wieder Dinge, Ding, Doing und Gong. Bloß nicht hier raufsteppen. Fump und Fump. Und so, jetzt weg mit dem Zeug. Geht ja gar nicht an. Ich bin ja so nah, wie es geht, überhaupt nur dran jetzt. Und jetzt muss der... Ach nee, dann geht ja der wieder nicht weg. Das war das Problem. Hä? Ich wollte den jetzt da ranführen. Doch, natürlich. Oh. Oh Mann, also den da rein und weg. Also so zur Seite, damit der jetzt den Weg da außen rum nimmt. Und dann blockiert der wieder hier. Ey, das ist ja super kompliziert. Aber ich glaube, so geht's jetzt. Das ist so viel Schritte hier. Na, erstmal den machen, bevor es zu spät ist. Also der muss wieder blockieren. Dann der hier außen rum. Wow. Nee. Jetzt kann ich den doch hier wieder nicht blocken. Gibt's doch nicht. Ich hätte ihn anders... Nein, nein! Ich hätte ihn anders rumführen müssen! Nein, ich hätte ihn einfach durchschieben müssen! Och, kann denn das die Möglichkeit sein? Schon wieder falsch gemacht! Ey, jeder kleine Fitzelschritt, der falsch ist, erfordert so viel Nacharbeit! Oh, Mann! Nein, es wäre so einfach gewesen! Oh, Leute, ich könnte weinen, echt! Ach, Mann! Also das Rätsel ist echt, das passt überhaupt nicht zum Rest des Spiels. Der kann mir jetzt gestohlen bleiben. Och Mann. Och Scheiße, ey. Wohl, wenn ich eh schon hier bin. Nein, ich kann ihn gar nicht mitnehmen. Oh, ist das frustrierend, ey. Ach. Oh Gott. Zumal man es dann irgendwie alles im Kopf hat, aber jedes Mal wieder bei der Ausführung scheitert hier. Oh Mann. So, einfrieren. Das gibt's doch alles nicht. Jetzt mach keinen Fehler mehr. Junge, mach keinen Fehler mehr. Mach einfach keinen Fehler mehr. So, raus. Zurück. Wieder rein. Wieder ran. Der geht raus. Der steht richtig. Gottes Willen, ey. So, also der steht richtig, der steht richtig. Jetzt brauchen wir wieder Feuer. Zum dritten Mal. Ich wollte das alles innerhalb von 10 Minuten geschafft haben, ja. Es ist nicht zu glauben. Also wir können doch alle zusammen weiter weinen. Es ist so schnell nicht getan. Warum mache ich den auch außen rum? Wie blöd kann man sein, ne? Nochmal. Und nochmal. So, also. Jetzt geht der da ran. Ran. Weg. Er muss auf der Linie bleiben. Ist doch irgendwie ganz klar. So. So, jetzt habe ich es aber endlich, ey. Stimmt hier. Was ist denn? Jetzt muss hier so ein Eis rumliegen. Mein Nervenkostüm ist blank. Ärgert mich nicht mit Eis, Leute. So, da rein. Der jetzt so. So, und jetzt muss ich da irgendwie ganz knapp... Ach Quatsch, der stand schon... Nein. Nein. Oh Gott. Ich kann es noch korrigieren. Ich kann es noch korrigieren. Das ist nicht zu glauben. Es ist nicht zu glauben, aber wenn man sie erstmal so hat, dann geht's. Jetzt haben sie... Oh, dieses Stück Eis hier, Mann! So, jetzt also einen hier hin. Und einen hier hin. Oh, Junge! Ich will da nur noch rüber. So. Ich habe übrigens, das kann ich euch jetzt mal zeigen, den...
Jump Assist angemacht, der nicht an jeder Stelle hilft, aber ne? Ist ja auch ein VR-Titel. Wenn diese Füße da sind, brauche ich nur noch springen drücken und der große Sprung wird gemacht. So ist es weniger frustig. Oh, endlich diese Rune hier. Du warst... Welche warst du? Welche bist du? Die fünfte. Ich weiß aber, wo ich noch eine vergessen habe. Die machen wir auch noch. Jetzt kommt erstmal das letzte Kartenteil, denn bevor das nicht klappt, erledige ich das erstmal. Ich komme hier nicht anders raus, außer mit dem Fahrstuhl. Das ist jetzt natürlich so eine Sache. Kann ich es hier ablegen? Und damit hochfahren? Okay. Das ist dann der vervollständigte Hund. Ist bloß nicht irgendwo absaufen oder irgendwas. So, wir haben leider noch Schnee. Den muss ich gleich wegmachen, sonst kann ich nicht den Teleporter benutzen. Ach, Quatsch. Es geht ja unten rein. Und da geht es wahrscheinlich auch... Wie ging es da rein? Doch, da ging es mit der Nacht rein. Nacht haben wir. Jetzt muss ich das erstmal noch ablegen. Hopp. 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 Aufmachen und hopp. 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 Oh, das leuchtet ja sogar, falls man es irgendwo vielleicht abgelegt hat, wo man es nicht so schnell wieder findet. Praktisch. So und so. Und dann könnte ich hier rausgehen, aber mache ich noch nicht. Denn wie gesagt, wenigstens eine Rune hole ich mir noch und dann fehlt wieder eine. Es ist immer so. Es fehlt immer eine Rune. So, jetzt muss enteist werden. Das ist hier. Das überlege ich gerade. Konnte ich auch Tag haben? Ich will mal wieder Tag. Tag ist ja auch was Schönes. Was war das jetzt? Bup, 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 bup. Keine Ahnung. Wohl am Ende brauche ich wieder Eis, aber das sehen wir dann. Also jetzt ist erstmal wieder alles schicki. Und ich glaube, es war dieser Weg. Ja, ich bin nochmal ein bisschen die Wege abgegangen in der Folgenpause und also um zu gucken, ob ich eine Rune irgendwo, das ist immer so überbelichtet am Tag, irgendwo übersehen habe. Die Sache ist die, sie war ja da oben. Da, vielleicht hatte ich sie zwischendurch sogar gesehen und dann wieder vergessen. Und wie man da hinkommt, da habe ich schon eine Ahnung. Achso, nee, warte mal. Ich kann das eineisen. Hatte ja schon die Abkürzung geschaffen. Dann hole ich mir dieses Ding. Und gehe hier rüber. Hopp. Hopp. Hier gibt es keinen Hopp. Doch. Naja, wie auch immer. So, hier ging ich hoch. Jetzt muss ich erstmal noch alles ganz lassen. So war das. Über diese Brücke. Hier kam ich nicht durch und musste den schon machen. Und diese... Warte. Oh, ich dachte, die... Ich dachte, die blieben ganz. Oh je. Nein! Ah, ich wollte darüber hüpfen. Okay, doch wieder nicht so einfach. Was war denn das hier eigentlich? Ach ja, die... Ach ja! Ach, jetzt komme ich ja hier hoch. Dann muss ich neu ein... Na, dann ist ja doch ganz einfach. Ja, nicht ganz einfach, aber... Gucken wir mal. So, jetzt ist Wasser. Jetzt ist wieder Eis. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da rüber springen kann. Aber die Kugel muss ich trotzdem mitnehmen, weil ich da am Ende wieder eine Wand habe. Jetzt ist doch die Frage... Aber ich glaube, das ist so gewollt. Das ist ja wie eine Treppe hier. So einmal. Wenn da noch die Füße wären für den Jump Assist, dann wäre es noch eindeutiger. Jetzt ist bloß ein bisschen schwer hier... Oh Gott, zu treffen. Ist da, ob das nur wieder so gewollt ist? Ich kann es nicht direkt zerhauen, habe ich zwischendurch schon mal probiert. Ah, scheiße, ich kann es natürlich so kaputt machen. Das ist das Allerdümmste, was man machen kann. Ich könnte auch sogar hier stehen. Schön ist das nicht. So viel steht fest. So, ein bisschen verhauen gerade. Nochmal neu. Oder seht ihr eine schönere Methode? Also, ich mag es ja eigentlich nicht, wenn sich das alles so anfühlt, als wenn man nicht richtig gearbeitet hat. Als wenn man hier irgendwie irgendwelche Kanten ausnutzt, die es eigentlich nicht sein sollen. Weil das ist schon super, super eng, ne?
Mann, was mache ich denn? Ich wollte sie noch nicht loslassen. Ich habe leider schon gezielt. Nein, sag mal. Man kann es nicht mehr abbrechen, diesen Zielmodus. Okay, ich sollte mal zu Potte kommen. Also, ich entscheide mich jetzt für eine Stelle. Und zwar hier oben. Hier kann man schlecht durchtreffen. Hier ist auch nicht so toll. Ich mache es jetzt so. Ich hoffe, es geht. Oh. Schwere Geburt. Komm, nimm. Ja. Und die letzte fehlt wieder. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich krieg's nicht besser hin in diesem Spiel. Eine fehlt immer. Wie ging's denn jetzt am schnellsten zurück? Also es gab hier einen Weg, das weiß ich noch. Ach, jetzt. Erstmal ist jetzt wieder alles eingefroren. Was auch super ungünstig ist. Weil ich dann keinen Teleporter benutzen kann, wissen wir ja. Aber ich glaube, der bessere Weg zurück ist der hier. Da muss ich ja auch nur einmal über die Brücke laufen. Weil das mich direkt zu den Tierchen bringt. Wenn ich nicht irre. Und jetzt gehe ich da unten rein. Wo ist eigentlich die Musik geblieben? Bei dem Runenrätsel war sie noch super dramatisch. Jetzt ist sie nicht mehr vorhanden. Ah, ich muss wieder einfrieren und Nacht machen. War doch da, oder? Ja. Also einmal Eis. Und einmal Nacht. Dann geht's darüber und dann kann ich nochmal aufmachen. Die Tür ist jetzt zwischendurch wieder zu... zugegangen. Weil Tag war. Aber da müsste doch hoffentlich noch alles eingestellt sein. Ja. Okay. Ich will auch mal hier eine Rune haben. Verdammt, noch eins. Ich krieg noch sowas? Warum? Ist doch jetzt keine Aufgabe mehr. Ein Origami-Kranich oder Schwan. Ach nö. Hier kann ich hinspringen? Ja, von wegen. Was heißt das denn jetzt wieder? Jetzt brauche ich wieder... Das war's ja noch gar nicht. Kam der noch irgendwo rein? Jetzt muss ja wieder der Wasserstand weg. Hä? Ich habe doch gar keinen Regen. Nee, jetzt muss ich wieder einfrieren? Ich habe doch schon eingefroren. Was ist denn das jetzt? Entfrieren und wieder einfrieren? Oder kam der Kranich irgendwo hin? Kann mich an keine Stelle erinnern, wo noch was offen gewesen wäre. So, entfrieren, wieder einfrieren. Kann es eigentlich nicht sein. Hä? Taut hier was? Ja, jetzt taut's. Ich glaube, taut. Jetzt komme ich da aber nicht hin. Also ich komme ja nur gefroren rüber. Das kann man ja vielleicht auch mal festhalten. Ich komme gefroren und bei Nacht nur durch. Ja. Da, Jump Assist kann auch mal hinderlich sein. Wenn er dich irgendwo hinbringt, wo du gar nicht sein willst. Ey, wie kann denn das jetzt nochmal so scheiße sein? Was ist denn das? Soll ich den da fallen lassen? Wo ist er denn? Wo habe ich ihn zuletzt fallen lassen? Da. Irgendwo hinwerfen? Ach Mann. Nein. Da muss der auch gar nicht hin. Der muss wahrscheinlich... Da ist noch eine Nachricht. Hä? Okay, dann mache ich jetzt nochmal... Was aber Quatsch ist. Aber jetzt mache ich nochmal Regen. Da denkt man, man ist endlich mal aus diesem Level raus. Ist doch nicht zu fassen. So, hier ist gerade kein vernünftiger Stand mehr, aber das geht schon. Wobei Regen bei schon bestehender niedrigen Temperatur ja nicht mehr hilft. Ne? Also da füllt sich jetzt nichts mehr auf und da hinten wird sich wahrscheinlich auch nichts auffüllen. Können wir ja mal gucken. Aha.
Doch? Nee, Quatsch, stimmt gar nicht. Der Steg war schon hier. Ich raff's nicht. Wenn ich jetzt nochmal neu Eis mache, kommt dann eine... Ey, wo kommt denn dieser Kranich hin? Was ist denn das jetzt? Dieses Level treibt mich zum Wahnsinn, echt. Hier war doch nichts mehr offen irgendwo. Ich nenne es jetzt mal Kranich. Also wenn es jetzt regnet und ich lasse es neu kommen, dann füllt sich das auf. Uneingefroren, aber ich glaube nicht, dass sich da was auffüllt. Ich meine, das ist ja schon maximal gestiegen. Der Kranich kommt jetzt nicht oben da nochmal bei den Tieren rein, oder? Das waren ja andere Tiersymbole. Ey, hier passiert nichts. Was ist denn das? Kann ich hier irgendwo was hin... Doch, da passiert was. Jetzt habe ich da eine Brücke. Das ist doch... Das war doch vorher nicht da. Hä? Hä? Hilfe! Hilfe! Wo kommt denn das jetzt her? Gibt es da irgendeinen Weg? Gab es da von oben einen Weg? Vielleicht komme ich da jetzt rein. Irgendwo. Wäre zu schön gewesen, wenn hier was offen gewesen wäre. Da habe ich ehrlich gesagt auch noch drauf gewartet, dass hier mal eine Tür aufgeht. Och Mann, oh, was ist denn das? Was ist denn das? Ich hatte noch den Weg. Ha. Kein Assist gewesen. Aber hier ist doch auch nichts gewesen. Hier war, glaube ich, der Elefant oder was. Da komme ich gerade nicht rein, weil da jetzt vereist ist. Aber da war auch nichts. Ey, das ist doch nicht normal. Was ist denn jetzt hier los? Nicht mal mehr das Level verlassen kann man. Hier kam man nirgendwo runter. Oder raus. Oder muss ja irgendwo hier gewesen sein. So in dem Dreh. Gibt's doch alles nicht. Hier ging's auch nur ganz komisch zurück. Ich glaube durch einen Doppelteleporter auch noch. Ja, da fliegt man in den rein. Weiß gar nicht, was der Quatsch soll. Dann ist man auch wieder nur hier. Sind es jetzt hier. Also langsam wird das Spiel für mich nicht mehr lesbar. Habe ich vergessen, wo ein Kranich reinkam? Kann mich an keine offene Stelle erinnern. Zurücklaufen, irgendwo was einfügen? Also wie man hier reinkommt, ist doch Fakt. Immer wieder. Hier ist leider nichts eingefroren. Also ich kann da auch nicht mal eben um eine Ecke rum oder sowas. Was soll denn das? Was soll denn das sein? Kommt da was rein oder hüpfe ich da rauf? Das zeigt mir ja an, dass ich raufhüpfe. Was natürlich bisher noch nicht geklappt hat. Aber, ja. Ich kann den tatsächlich auch werfen, aber...
Wüsst nicht wohin. Ist da oben was? Huch. Wollte noch gar nicht werfen. Selbst wenn ich da durchkäme, ne? Wäre ja auch nichts gewesen. Was ist denn das da hinten? Jetzt höchst albern. Das ergibt für mich keinen Sinn. Schwimmen. Was? Was macht der? Woher soll ich denn das wissen? Das ist, so funktioniere ich nicht in Spielen. Sorry. Ah. As we stepped on past the gate, I saw that we were far too late. A headstone placed here long ago. We found her garden in the snow. Ja, ja. So. Dann ist hier noch ein Steinchen. Ich will hier eigentlich jetzt mal fertig machen. Folge ist schon wieder rum, aber ein bisschen was wollen wir noch sehen, ne? Oder auch nicht. Und... letzte Nacht. Oh, da ist der Hund. Und sie. Ja. Ich habe so das Gefühl, irgendwann muss man mit diesen Utensilien was machen und dann gibt es dafür eine Rune. Aber es war bisher noch nie so, dass eine Rune versteckt war. Allerdings habe ich auch jedes Mal eine nicht gesehen. Vielleicht gibt es eine, die Mama getriggert wird. Mama was da in every tree. The leaves and branches set her free. As night set in, we felt the cold. I realized I would not grow old. A distant bell started to chime. We huddled together. One last time. Hä? Seit wann ge... Moment. Hat's jedes Mal noch die letzte Rune gegeben beim... letzten... bei der letzten... Nein, das ist doch was Neues. Das wäre jetzt natürlich peinlich, wenn ich das jedes Mal übersehen hätte. Ich gehe hier raus. Oh. Das wäre eine Erklärung, ne? Warum ich die letzte Rune immer nicht habe. Ach, herrje. Errungenschaft Mountain Poet. Gut, das war mir noch schnell ein Bedürfnis. Beim nächsten Mal gebe ich dem Guardian mein nächstes Amulett. Und das ist der Hund, oder? Ja, natürlich der Hund. Da sehen wir uns dann hier wieder. Vielleicht habe ich dann das mit den Runen auch nochmal geklärt. Ja, und dann geht's weiter. Das war ja eine schwere Geburt heute. Danke, dass ihr mit mir durchgehalten habt. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Tschüss.